Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, was wir hier uns in Torghast erspielen können. Und zwar schauen wir uns das jetzt einmal kurz an. Wir sind einmal hier bei Erweiterungsfeatures und dann unter Torghast. Und hier haben wir den Erfolg unendlich unersättlich, so rum. Und dafür müssen wir verschiedene Anima-Bonis erhalten. Diese Anima-Bonis sind aber keine normalen Anima-Bonis, die ihr ganz normal von den Mobs bekommt, sondern da müssen wir ein bisschen einen besonderen Weg einschlagen. Und deswegen bin ich hier auch schon einmal in Torghast drin. Ich bin jetzt hier auf dem Stock 3 und hier bekommen wir ja immer auf Stock 3 sowohl in den gewohnten Koldorn als auch im normalen Torghast so ein Zwischenlevel, wo wir einen Händler haben. Und hier bei diesem Händler müsst ihr eine unersättliche Animazelle besorgen. Und diese unersättliche Animazelle, die können wir nämlich auf bestimmte Mobs einsetzen. Wichtig ist, es gibt immer pro Run und dementsprechend pro Durchlauf im normalen Torghast nur eine unersättliche Animazelle, die ihr kaufen könnt. Und dementsprechend könnt ihr auch immer nur eins von diesen Bonis quasi abhaken. Heißt, ihr solltet euch, bis ihr auf Stufe oder auf Stock 3 kommt, dementsprechend immer 250 Anima zusammensammeln, dann das Item kaufen und jetzt das mitnehmen. Ihr seht, ich habe das Item gekauft und sofort ist jetzt hier über dem Mob ein Symbol erschienen. Ich habe ein Add-on, das schimpft sich All the Things und das zeigt so Sachen an. Ja? Und normalerweise ist All the Things ein Add-on, das trackt halt alle möglichen Collectibles. Hier hilft es uns tatsächlich auch mit dem Achievement. Und wir müssen nämlich jetzt dafür die richtigen Mobs ausfindig machen, wo wir es draufschmeißen können. Wir können das Ganze auch im Vorhinein so ein bisschen uns anschauen. Und zwar, wenn wir auf WoW Head einmal gucken bei dem Achievement, hat hier schon ein netter Kollege eine Liste gemacht mit allen von diesen Items oder allen diesen Anima-Bonis und von welchem Mob wir das bekommen. Das sind hier ein bisschen viele, deswegen werden wir die jetzt nicht alle durchgehen. Es sind hier, wie ihr seht, etliche. Wichtiger ist aber, dass ihr hinten sehen könnt, in welchem spezifischen Wing quasi diese Anima-Bonis sind. Heißt, ihr schaut euch rein, okay, was brauche ich für einen Anima-Bonus? Und dann schaut ihr dementsprechend, was ist es? Hier ist zum Beispiel Coldheart, Mortigard, ne? Und die verschiedenen Wings, die switchen ja wöchentlich durch. Es sind immer zwei aktiv. Ich glaube, es waren 5 verschiedene. Heißt, wenn ihr bestimmte Anima-Bonis noch braucht, dann guckt ihr einfach, okay, brauche ich zum Beispiel in Coldheart noch was? Okay, die Woche ist Coldheart, dann laufe ich Coldheart rein. Ihr könnt es auch auf quasi Stufe 1 machen, also dass ihr auf Stufe 1 durchlauft, bis, wir nennen es jetzt hier, wie es auf dem Deutschen heißt, Stock 3, den die Anima-Zelle holt und dann euch die entsprechenden Mobs abwerft. Mit dem Addon können wir jetzt gleich nochmal gucken, dass wir sehen, welche Bonis bei welchen Mobs sind. Da müsst ihr nicht extra hier mal auf die Liste gucken und schauen, welcher Mob das jetzt genau ist. Genau. Hier mit der Übersicht könnt ihr aber anschauen, okay, in welchen Viertel muss ich rein. Sollte jetzt zum Beispiel irgendein Mob sein, der ein Mortigard ist, die Woche ist aber nicht Mortigard und ihr sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock, 2 Wochen zu warten, bis die richtige, bis quasi zum richtigen Wing Switch, könnt ihr das Ganze auch in den gewohnten Korridoren machen und dort einfach bei den gewohnten Korridoren auf Stufe 1 zum Beispiel anmelden, reinlaufen, dann seht ihr hier oben, was dran steht, zum Beispiel Kaltherz, Mortigard und so weiter und wenn es das falsch ist, wieder rausgehen und wieder neu reingehen und dann ist es halt in den gewohnten Korridoren komplett random und dann könnt ihr es quasi auf einen Aufwasch mitmachen. Gut, wir gehen jetzt mal hier in den Stock 4. Hört sich immer noch falsch für mich an. Und jetzt können wir uns das mal angucken, welche Mobs hier sind. Und über den Mobs sind dann immer Symbolen. Hier zum Beispiel, die haben hier überhaupt nichts. Wobei, doch, er hier hat was. Da können wir jetzt gucken. Dunkle Ausrüstung würde ich bei ihm bekommen. Bei ihm gibt es auch eine dunkle Ausrüstung. Also hier in Kaltherz gibt es nicht sonderlich viel. Hier gibt es bei allen dunkle Ausrüstung. Und wenn ihr das noch brauchen solltet, also da noch weil sie keinen Haken habt, dann könnt ihr die abschmeißen. Wir können das jetzt hier mal machen. Ich habe mittlerweile das Achievement mir gespielt und dementsprechend können wir jetzt einfach mal draufwerfen. Zack, wir klicken das an und dann entsteht hier eine Anima-Zelle. Die können wir anklicken und was kriegen wir? Dunkle Ausrüstung, das ist ein Special Trade und damit haben wir das eingetütet. Und das macht ihr halt mit allen anderen auch. Heißt, ich würde euch empfehlen, sowohl All the Things euch zumindest dafür zu holen, um einfach das angezeigt zu bekommen, als auch dementsprechend mal auf die Seite zu gucken, wenn ihr jetzt hier vielleicht schon ein paar abgehakt habt, vielleicht wart ihr auch mit anderen Leuten unterwegs, die diese Anima-Zellen schon draufgeschmissen habt,
um einfach zu gucken, okay, welche fehlen mir noch, in welche Zone muss ich rein und dann dementsprechend, ja, wenn dann in den aktuellen Wings reinzugehen oder halt, wenn ihr das auf einmal machen wollt, dann auch in den gewonnenen Korridoren zu machen. Gut, mehr gibt es eigentlich dazu tatsächlich nicht zu sagen. Eins kann ich vielleicht noch einwerfen, mir hat sehr lange der Marktscheffler gefehlt, weil der gebuggt hatte. Zumindest bei mir als Necrolord. Ich habe dann immer bei den richtigen Mobs nicht den Marktschaffler bekommen, sondern immer so eine Necrolord-Fähigkeit. Das war, glaube ich, irgendwas mit dem adaptiven Schwarm hat das zusammengehangen. Ich weiß nicht, mittlerweile hat es Blizzard gefixt, ne? Schreibt mir vielleicht gerne mal in die Kommentare, bei euch irgendwie auch eins von den Bugs, dass ihr seht, okay, das ist der richtige Mob, das steht sowohl auf WoW Head als auch das Addon sagt mir das an, ich krieg's einfach nicht. Das hängt leider oft an den Special-Fähigkeiten zusammen und leider ist es halt irgendwie bei den Necrolords ein bisschen beschissener. Mittlerweile soll es aber funktionieren. Gut, damit wären wir eigentlich durch, es sind alle wichtigen Informationen drin. Wie gesagt, ich werde euch unten einmal den Link zu der Liste posten, dass ihr da auch gucken könnt, was euch noch fehlt. Und ja, damit verabschiede ich mich. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.